Okay, die habt nichts gemacht. Ihr seid so faule Säcke, Alter. So faule Säcke seid ihr. Und ich glaube, ich bin kurz vor noch einem Levelaufstieg, aber ich habe jetzt nicht so genau hingeguckt. Egal. Wir machen weiter. Oh Gott. Die Viecher explodieren noch. Was wetten wir? Okay. Ich habe die Wette verloren. Egal. So, dale. Da sind Gegner. Also, Gegner töten. Nee, nicht noch so eine. Och, die schmeißen ständig irgendwas auf mich. So, da ist die Kosari-Kommandantin und wir nehmen wieder dieselbe Strategie wie immer. So, wo ist er? Du bist sie nicht. Nein, nein, nein. Du machst hier nicht Schild-Repair ein, Alter. Ich sag es dir. So weit kommt's noch. So, noch ein paar XP. Warten, bis der Schild wieder da ist. Warten, bis der Schild wieder da ist. Warten, bis der Schild wieder da ist. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Wo ist der nächste Trieb? Ach nö, ne, schon wieder so Gegner, Alter. Gegner. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Ich habe eine überhitzte Waffe. So, okay. Weiter geht's. Mein Health sieht da noch ganz in Ordnung aus. Also bisher arbeiten wir uns ganz gut voran. Oh Gott, seht ihr euch diese schlechte Grafik gerade mal an im Nebengrund? Oh Gott, hätte ich jetzt eine Bombe, würde ich die einfach hinwerfen, aber... So, okay, weiter geht's. Wir machen uns doch eigentlich ganz gut. Bisher schlagen wir uns wirklich gut. Da kann man gar nicht sich aufregen. Und ich kann immer noch nicht speichern, das ist toll. Dann müssen wir jetzt auf Checkpoints vertrauen hier. So ein Kack. Sehe ich da eine Asari-Kommandantin? Ich weiß es nicht. Oh ja, ich sehe eine Asari-Kommandantin. Die schon wieder mit irgendwas. Was ist das eigentlich ständig, was mich da umhaut zum Teufel? So, und mal wieder eine Überladung rein. Ha! Hau Medigel rein. Medigel, oh Gott. Oh, das war jetzt eng. Fast ohne Medigel hier, ey. Das war ja gerade richtig knapp, ich sag es dir. Ich sag es dir, du Eggert. Das ist doch wohl nicht wahr. Oh, eine medizinische Station, die kommt mir gerade recht. Die kommt mir jetzt gerade recht, sag ich dir. Da kann man bestimmt sich noch ein bisschen Medigel holen. Oder auch nicht. Doch, drei Stück Medigel, das ist gut. Und ich sehe irgendwo einen wichtigen Punkt. Also irgendwo hier in der Nähe ist ein weiteres von diesem Schwänzen. Wie ist dann? Ach, hier ist eine Tür. Also könnte es hier weitergehen. Oder kommen wir von hier? Nein, wir kommen hier von hier nicht. Oh, ich glaube, hier wäre die Schrot ganz praktisch. Wartet mal. Vielleicht... Wartet mal. Ich kann die ja nur begrenzt nutzen, aber... Nein. Nein, aufgrund der Tatsache, dass ich die nur begrenzt nutzen kann, hilft die mir gerade gar nicht weiter. Okay, oh Gott, wie viele hier noch von den Viechern rumstehen. Ihr kümmert euch mal um die Biester. Bitte, Dankeschön. Geht tot, das ist meine EP-Punkte. Oh yeah, I have Bolts of Steel. Puh, boah, bisher geht's. Also wir schlagen uns wirklich gar nicht schlecht. Ich habe noch nicht einen meiner Teamkameraden verloren. Einmal war es ein bisschen knapp mit meiner Lebensenergie, aber ansonsten schlagen wir uns ja noch ganz gut. Okay, dann machen wir mal weiter. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich muss auf diese scheiß Asari-Kommandantinnen immer aufpassen. Ah, da ist schon wieder... Alter, die erwischt mich aber auch immer wieder mit demselben Trick. Halt, stopp! Du kriegst eine Überladung. Los, los, Level, Fähigkeit, Medigel. Schild, Schild, Schild! Puh, das war jetzt schon wieder eng fast, ey, ich sage es euch. Und da haben wir noch einen Levelaufstieg gemacht, das ist gut. Umschauen, umschauen, umschauen. Und jetzt kann ich speichern. Okay, dann machen wir nochmal schnell ein Squad-Update.
Und zwar haben wir wieder 2 Punkte, denn die hauen wir gleich wieder in die Pistole rein, würde ich sagen. So, verbessert die Parameter Dauer und Schaden dieser Fähigkeit. Das ist doch super. Was auch immer das heißt. Ich soll die Fähigkeiten echt mal viel mehr nutzen, aber ich nutze die einfach nicht. Ich renne einfach nur durch. So, warte mal, ich habe noch mehr Squad. So, haben die anderen einfach auch mal wieder ein Update? Ach, guck mal, Attentäter erhöht den Schaden. Ja, das ist okay. Die setzen ihre Fähigkeiten nur automatisch ein. Also, hey, was soll's. Und du hast mal wieder nichts gemacht, du kleiner Rogana, du Sausack. So, ach, wir löschen wieder einen alten Safe State. Wo sind wir? In Hanan Raumstation. Ach, so weit löschen ich schon mit Löschen der ganzen Daten. Seht ihr mal. Seht ihr mal. So. Neuen Spielstand. Spielstand wird gespeichert. Und wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ich habe keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. Aber jetzt erstmal, bist du gleich tot. So, und das könnte es sein, oder? Noch ein paar? Ach, kommt. Ich habe keinen Bock mehr. Wie viele gibt's denn noch von euch? Ach, Mann. Ach, guck mal, hier geht's runter. Ah, guck mal, einer, schau. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier gleich den ganzen Weg wieder hoch muss? Also wieder zurück und... Och, das schreit doch schon nach... Was schießt hier? Du Idiot, wagst es auf mich zu schießen. Ich sag es dir, ey. Ach, da ist schon wieder so eine scheiß Kommandantin zum Teufel. Da bist du. Ich hab dich gesehen. Nein, nein, Einigkeit hilft mir gerade wenig. So, die Kommandantin ist tot. Ich sag immer Kommandanten zu denen, weil die sind irgendwie so mächtig und bla. Das ist echt gerade der ungünstigste, ist halt Ort zum Kämpfen, sage ich euch. Und hier einfach von vorne und hinten und von der Seite angegriffen wird zum Teufel. Ja, jetzt kommen sie auch noch von hinten. Alter Verwalter. Wie geht Nahkampf? Okay. Jetzt geht's weiter. So, Situation, Energie ist ganz gut. Wir heilen uns ja gerade alle, so freudig auf. Und das heißt, wir können weitermachen. Ne? So, hier ist noch so ein Armvieh, ne? Oder was? Ne, ist das nicht. Oh, ne, den nicht. Diesen Knoten nicht. Och, jetzt geht das schon wieder los. Ach, du bist doch eine Asari-Klon, genau. Hier, kriegst du einen Überlast. Haha, ich bin so gut. Alter, oh, es hat mich zu Boden geschmissen. Es warf mich zu Boden. Es warf mich mal wieder zu Boden. Ist die Asari eigentlich tot? Ich hab's nicht mehr gekriegt. Kümmert euch doch mal ein bisschen um diese Viecher, Mann. Ich muss hier den Knoten angreifen. Ich sagte, kümmert euch doch mal ein bisschen um diese Viecher. Ach, die hört mich ja gar nicht. Ich habe ja noch kein Kinect-Viech da drin. Aber das wäre episch, ey. Wenn das wirklich funktionieren würde mit dem Kinect-Ding, dass du einfach nur sagst, kümmert euch doch mal um diese Biester. Und jetzt Zwischensequenz. Juhu. Lief doch gut jetzt. Lief doch gut. Och nö, nicht noch mehr von den Klonbiestern. Ich sage es euch, ich habe keine Lust. Oder seid ihr jetzt gut? Ich bin frei. Ich bin frei. Ach, sie ist frei. Ich schätze, ich sollte ihnen danken, dass sie mich befreit haben. Ach, da nicht für. Deine Klone haben mich bloß aufgeregt, wieso? Ist alles in Ordnung? Sind sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Scheiß Viecher. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg. Keine Sorge, die ist dort. Die ist dort und die haben uns schon gekümmert. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Sie wollte Saren manipulieren.
Aber letztendlich ging ihr Plan nach hinten los. Aber da dann nicht so ein Turianer seine Hand mit dem Spiel hatte? Ich glaube es nicht, aber hey, was soll's. Wir fragen einfach mal nach, wie das möglich ist. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Gute Frage. Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. And it is sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Geil. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Geil. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Nicht geil. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Böses, böses Saren. Dafür werden wir dir auf den Popo hauen und du musst in die stille Ecke gehen. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Ah. Was? Was ist der Dechiffrierer und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen, aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er. Oh, lecker. Sie wurden zu einem Teil. Einfach mal Proteaner verspeist. Na ja, gut, machen die Pilze bei uns ja auch, ne? Wenn man irgendwann mal abkratzt, dann wird man zum Pilz. Dechiffrierer. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken? Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Warum nennt ihr es dann so? Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ja, deswegen würde ich es trotzdem nicht Dechiffrierer nennen, weil Dechiffrierer ist ja schließlich was anderes, ne? Genau. Dechiffrierer ist ja eigentlich was anderes. Egal. Ich brauche dieses Wissen, um Saren aufzuhalten. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Ja, Daumen hoch. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Oh. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Lol, episch. Was guckt die so komisch? Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. What the fuck? Alles in Ordnung? Was ist da gerade passiert? Boah, episch, ey. Das war ja mal episch. Ich hab die Zwischenzeit ja komplett vergessen, ey. Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes.
Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, Commander. Die Krankenstation sollte davon erfahren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Ja, dann ist ja gut, dann ist ja gut. Irgendwie hat mich die Szene gerade aus einer Mischung aus Star Wars hier, ne? The Force und so ein Scheiß. Und Stargate erinnert. Hier so, ich weiß nicht, wenn ihr Stargate kennt, diese Maschinen, die einen Kopf so umklammern und einem dann das gesamte Wissen einer, ja, Stargate hieß es, die Antike in den Kopf schießen lassen. Ist ja O'Neill zweimal passiert. Wer es kennt, wird es verstehen. Was haben wir noch so? Also ich denke, ich frage die jetzt noch ein Weilchen aus, weil das kann mir noch ein paar B-Punkte geben. Wissen Sie, was die Röhre ist? Oder wo sie ist? Nein, tut mir leid. Ich bla, weiß, bla, bla. Bla, bla, bla. Sie haben den Dechiffrierer. Bald werden ja, die ist okay. Sie werden sie einfach jetzt nur ein bisschen überspringen hier, weil ich will jetzt das, ich mache das jetzt nur wegen den EP. Können Sie mir sonst noch was über den Torianer sagen? Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es nicht. Ja. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. La boring. Sein Verstand war überwältigend. Boring. Fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Bla, bla. Und sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leid tut. Der Torianer war eine einzigartige... Ja, es tut mir leid für ihn, aber hey. Fühlendes. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Es ist schade für das Vieh, aber hey, A hat er Sachen geholfen, B hat er die Menschen auf mich gehetzt, Zivilisten und so, und C habe ich das Vieh einfach nicht gemocht. Es hat ständig irgendwelche Klone nach mir geschmissen. Was können Sie mir sonst noch sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist charismatisch, gefährlicher, ja. Als ich ihm folgte, war ich blöd. Ja, ich sehe nur die Galaxie-Zeitalter. Ja, ich habe die Untertitel. Sehe ich, dass er die Galaxie in ein persönliche Fragen. Der Dunkelheit und ich möchte mehr über Sie wissen. Es gibt nicht viel über mich zu erzählen. Ich war einfach nur eine der Schüler. Ja. Als Benesia ihren Plan enthüllte. Ja, ist okay. Komm. Ich muss aufs Klo. Sie könnte sagen, von seinem Irrsinn abnehmen. Stattdessen verfielen wir ihn. Ja, egal. So, also, was machen wir jetzt mit der? Da Sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung lösen. Ja, ist okay. Ich habe ja zwei nur umgelegt, drei oder so. Also kannst du noch beim Wiederaufbau helfen. Ich habe nur ein paar umgelegt, ne? Scheiße, Mann. Ich wollte eigentlich gar keinen umlegen, aber es geht, glaube ich, einfach nicht. Es war. Hätte ich gewusst, dass da Granaten sind, hätte ich sie nicht gekriegt. Egal. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Bitteschön. Möge das Schicksal ihnen immer gewogen sein. Möge die Macht mit dir sein. Sie haben es geschafft. Da der Torianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeny los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Bitte sehr. Habe ich gerne gemacht. Jetzt sind wir auf immer wieder an der Oberfläche, Alter. What the fuck? Okay, was ist denn das da vorne? Wie ein wichtiger Punkt. Ach, der Typ. Danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll. Ach, jetzt ist der auf einmal hier. Jetzt steht der Sack auf einmal hier rum. Ist das wirklich der Wicht? Ich meine, das ist eigentlich ein Missionsanfang, oder? Ach, das ist vermutlich als Missionsanfang gekennzeichnet, weil das eine Sekundärmission war, die ich natürlich gemacht habe, deswegen. Das wird zwar hart. Ja, gut. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, nicht mehr so viel zu sehen. Die wird... Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ja. Ich schäme mich für ist die schon Leiden, recht. Die Leben Sie wohl, Shiala. Shiala. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. Ah, Kraft und Gesundheit, ne? Ich habe dagegen angekämpft. Aber alle eigenen Gedanken waren so schmerzhaft. Gut, dann würde ich sagen, die Pharos-Mission haben wir hiermit erfolgreich abgeschlossen. Wir hätten auch einen Erfolg gekriegt, aber... Naja, wir haben ihn halt nicht bekommen, weil ich den schon habe. Was? Warum kraucht er gerade? Gerus, warum kriegst du? Kriegst du von mir auf die Knie? Finde ich gut, aber musst du nicht machen. Okay, hier haben wir noch einen Shop, aber den brauchen wir nicht. Fällt mir ein, wir haben ja auch noch was bei einem Shop-Leader gekauft, hier bei dem hier. Für die Schiffsbesatzung. Das könnte dem helfen. So, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Danke, Commander. Es tut gut, wieder frei denken zu können. Jo, leichte Dechiffrierung. Ey, gucken wir, nehmen wir mit. B-A-Y. Oh yeah, I have Bolts of Steel. Frachtloks. Naja, helfen mir jetzt nicht weiter, aber haben mir 50 XP-Punkte gebracht. Apropos 50 XP-Punkte. Wir haben ja noch ein Squad-Update, wenn ich mich recht erinnere, genau. Und die hauen wir am besten... Ja, wo hauen wir die denn rein? Ach, ich hau die jetzt mal in Erste-Hilfe-Bäde oder nur...
einen. Nee, noch besser. Ich hau dir ein Schmeicheln und habe Schmeicheln komplett abgecredit. So, keine Ahnung, was mir bringt, aber hey, ich habe das jetzt komplett aufgerüstet und das reicht mir auch aus. Und die nächsten Punkte hau ich dann vielleicht in Dämpfung. Mal schauen. So, habt ihr noch irgendwas? Nö? Okay, gut. Dann können wir weitermachen. Wir haben noch einen Kodex. Was haben wir im Kodex noch so? Sekundär, Ratsvölker, bla. Wie gesagt, zeige ich irgendwann mal einen anderen Part, aber jetzt nicht hier. Jetzt nicht hier. Speichern oder nicht speichern? Das ist hier die Frage. Ich speichere wieder auf der Norme, die speichere ich mal wieder ab. Das reicht ja dann auch.